Das große Sterben auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs ist kaum vorbei. Da scheint Berlin schon wieder quicklebendig. Die deutsche Hauptstadt mit ihren 4 Millionen Einwohnern steigt zwischen den beiden Weltkriegen zu einer der bedeutendsten Metropolen der Welt auf. Anders als Paris oder Wien ist Berlin ein Emporkömmling. Rotzfrech und ohne Tabus bietet die Stadt ein Experimentierfeld für neue Lebensformen. Auf die Prüderie der Kaiserzeit folgt hemmungslose Vergnügungssucht. Ein turbulenter Unterhaltungsbetrieb aus Tanzlokalen und Bordellen, Varietés und Kabarets sorgt für ein rastloses Nachtleben. Angereichert mit dem intelligenten, schnellen, spöttischen Witz der Berliner, wie etwa Claire Waldoff mit ihren sozialkritischen Chansons. In die Augen Atropin und Schnupfnahen voll Kokain, besonders so im Mai. Kurt Tucholsky ist einer der bedeutendsten Journalisten und Gesellschaftskritiker der Weimarer Republik. Politisches Engagement und ausgelassenes Amüsement sind für ihn kein Widerspruch. Oft bis spät in die Nacht arbeitet er mit den Künstlern in den Kabarets. Halb keusche Jungfrau noch und halb Madame. Ich lass dich sachte auf die Wallstadt klettern. Du liebst gediegen preußisch fest und schwamm. Tucholskys wichtigstes Publikationsorgan ist die Weltbühne, ein Forum der intellektuellen Linken. Herausgeber ist Siegfried Jakobsohn, mit dem ihn eine innige Freundschaft verbindet. Tucholsky! Der ist auf Recherche. Kann Ihnen der Kollege Panther zu Diensten sein? Berlin wird nicht von Engeln bewohnt. Aber es gibt nur diese Stadt, in der man leben möchte.